Auf Wiedersehen, Elum. Jetzt müssen wir es verlassen. Und hier sehen wir schon ein Schlockhütchen. Ein Schlockhütchen und da hinten auch das Symbol für den Tempel. Habe ich gequicksaved? Gut, dann... Das ist nice. Ich hoffe mal, ich verliere den Dings nicht. Weil dann kann ich... Habe ich schön... Dann habe ich hier hinten schön easy. Okay, Moment. Ich muss... direkt nach rechts rollen. Nice. Super. Weil sonst hätte man... Also wenn man diesen Ring nicht gehabt hätte, hätte man... erstmal Hallo zu dem sagen müssen, damit er einem das Passwort gibt. Und dann muss man immer links-rechts rollen. Weil die Mine so eine 8 fliegt. Die ganze Zeit. Und dann hätte man während diesen links-rechts-Rollen das Passwort pfeifen müssen. Das ist sehr anstrengend, aber es funktioniert. Okay, du kannst gehen. Yay! Ein Quietscher. Und da sieht man auch die Scraps auch wieder so in Stein gemeißelt. Ich muss mal gerade was trinken. Lecker, lecker, lecker. So. Dann beseitigen wir hier erstmal den ganzen Müll. Geht das noch bis da... Ne, ging leider nicht mehr bis da hinten. Aber einen nehmen wir uns noch mit. Wie gesagt, kann man nie genug von haben. Slogs sind anscheinend gerade wach geworden. Nicht so geil. Der Slog. Okay, hier kann man nochmal Hand auflegen. Was war das gerade? Irgendwas war hier am rummachen. Ich glaube, den habe ich mir noch nie angeguckt. Scribania, Nistplatz der Scraps. Und... Erprobungsfeld der Mudakenahnen. Erprobungsfeld. Ja. Stelle dich den tödlichen Fallen von Scribania und vermeide dabei die schrecklichen Scraps, um im Herzen des Tempels dein Schicksal zu entdecken. Ausgang. Okay. I looked upon the temple where the scraps should still nest. Surviving these creatures, this would be my test. Die Geräusche hören sich ja schon mal vielversprechend an, die da aus dem Tempel kamen. Scribanischer Tempel. So, und direkt hier am Anfang befindet sich ein Geheimgang. Und zwar hier unten links. So. Rein da. Ich weiß jetzt gar nicht, was das hier für einer ist.
Ich glaube, es ist wieder mit links-rechts laufen, irgendwas. Den mag ich nicht so. Aber da werde ich es nicht so machen wie der Dennis. Der hat das nämlich nicht so gemacht, wie es eigentlich gedacht war. Hallo! Da war ich doch wohl etwas zu voreilig. Was ist denn, wenn ich mich hier runterhängen lasse? Siehst du mich? Nee. Dreh ich nochmal rum. Ich glaube, wenn man sich fallen lässt... er hat mich doch gesehen. Wenn man sich fallen lässt oder so und der in die gleiche Richtung guckt, dann erschießt er einen direkt. Aber wenn er sich erst rumdrehen muss, dann nicht. Ausbrecher 120 hört sich doch schon mal ganz gut an. Was ist da? Was Secret? Ich muss mir jetzt gerade mal die Werbung angucken. New and Tasty. Secret Ponchos. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe leider nicht komplett die Anzeigetafel. Naja. Wir müssen auf jeden Fall diese Mine da erstmal aktivieren, weil wir müssen mit dem Slick nach links. Weil da müssen wir Slocks kaputt machen. Was hat der... Der war doch super. Da war doch, da kann man doch mit arbeiten, was ich hier gerade fabriziert habe. Komm, geh. Hoch da. Quick save und los geht's. Dennis hat sich aber unabsichtlich durchgemogelt. Weil eigentlich sollte man sich hier zwischenstellen. Und dann direkt angefallen werden von den Slogs. Nein. Ich versuche das jetzt so zu machen, wie es eigentlich gedacht war. Okay. So. Und man kann auch immer eigentlich daran erkennen, dass wenn die noch blinken, dass dann noch Slogs da rauskommen. Weil es gibt nämlich auch manchmal so, dann ist eine extra lange Pause, damit man denkt, ach, jetzt kann ich weiterlaufen. Aber dann kommt nochmal Slog da raus. Aber das ist halt hier ganz einfach gemacht, dass man das direkt sieht, ob da noch welche kommen oder nicht. Und was man hier halt machen kann, ist, dass man einfach hier hinläuft und hier stehen bleibt. Weil die haben quasi so einen Radius, diese Hütten, wo das aktiviert wird, wo die dann aufgehen. Und das Blöde ist halt, dass die das hier nicht irgendwie bedacht haben, sag ich mal, den rechten Radius, also die rechte Seite abzuschalten, damit man hier in die Mitte läuft und dann halt hier ein bisschen Panik hat, so mit links und rechts schießen. Weil sonst kommen die einfach von einer Seite und ist halt easy, ne? weil das war nämlich so im Originalteil. Da war das so, dass die ab einem bestimmten Punkt, über den man über Boden gelaufen ist, dass sie dann getriggert wurden. Was hier halt nicht ist. Hier ist das halt mit so einem Radius gemacht worden und ja, deswegen ist das hier halt ein bisschen, kann man sich das vereinfachen. So, aber mit Ihmchen hier sind wir fertig. Was ist überhaupt für eine Kugel da hinten? Den können wir kaputt machen da oben. So. Und das Wichtige ist hier, dass man die da oben auf der Plattform lässt. Weil die haben da oben ihr Vogelkreis und rechts auf der Seite ist unseres. Weil sonst kommt man dann nicht mehr hoch mit den Leuten. Aber hier haben wir jetzt alles geschafft. 124 Ausbrecher. Haben wir ja schon fast die Hälfte. So. Hier ist auch irgendwo eine blöde Stelle. Wegen diesen Slicks da im Hintergrund. Und den Minen am Boden.
So, das war gut. Das war auch gut. Na! So, der muss jetzt... Ich glaube, wenn er da vorne steht... Nee. Da muss er in die andere Richtung gucken, okay. Okay, das war doch ganz gut. So. Ich glaube, das wird hier sogar funktionieren, wenn wir hier mit Anlauf drüber springen, dass wir die Mine hier am Anfang nicht kaputt machen müssen. Aber ich bin mal so frei und mach die trotzdem. Ja, die sind jetzt sehr doof, wenn die jetzt gerade in die gleiche Richtung laufen. Aber die hatten ganz einfach einen Rhythmus. Das heißt, man kann hin und direkt wieder zurück. So, jetzt ist... Dreh dich rum. Nice. Okay. Dann müssen wir jetzt das nächste Mal nur noch ablaufen, abwarten. Jetzt. Und genau in die anderen Minen rein. Natürlich. Okay, jetzt haben wir's. Dieses Drecksquatsch von unserem Nachbarn, ne? Mach... Manch einer war an den Scraps gescheitert, doch der Ape waren die Chancen erweitert, dem Ape. Ach, keine Ahnung. So, hier haben wir jetzt die einzelnen Tempeldinger. Ah, da sieht man auch den Scrap, genau. Wie er da so sich zeigt. So. Nur mal was getrunken. Scraps. Scraps sind ausgesprochen territorial. Wie war das nochmal bei Frauentausch? Dein Terrorium. Gegeneinander zu kämpfen ist das Einzige, das sie noch lieber tun. Genau wie die Hunde. Als die trägen Mudaken anzukna... Also, da hinten ist ein Komma. Gegeneinander zu kämpfen, das ist das Einzige, das sie noch lieber tun, als die trägen Mudaken anzuknabbern. Wenn du einen siehst, dann nimm die Beine in die Hand. Wenn du zwei siehst, dann mach es dir gemütlich und genieße die Show. Das ist quasi genau das gleiche Verhalten wie von den Pyramids, nur umgedreht. Weil da war das, dass man bei einer war das so, dass man vor der keine Angst haben musste. Und bei zweien haben die dich getötet. Und hier ist es genau andersrum, weil die dann sich gegenseitig töten. Ja. Und da haben wir die Steinschlösser mit dem Initiationsriten. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir hier auf der linken Seite direkt ganz links an. So, in den einzelnen Räumen hier gibt es dann auch noch mal Geheimgänge. Ach, das hier ist der einfachste. Das ist schön. So, unser Steinchen. Das ist jetzt, glaube ich, wir können hier runter oder auf der linken Seite. Ich bin aber bisher immer hier runter gegangen. Die sind sehr hektisch. Dann haben wir hier schon mal das Steinschloss. Jetzt brauchen wir noch das Glockenspiel. Jetzt gehen wir hier. Und da müssen wir zum Glück nicht zuhören. Ich weiß gar nicht, ob das noch genau die gleichen sind wie im Original. Aber es wäre schon cool, wenn die das nicht geändert hätten. Ich wüsste auch nicht, warum die das ändern sollen. Ja, das war klar. Der hätte noch weiter nach rechts gehen müssen. Dim. So, damit wäre unser First Level bereits finito. Kommen da Fledermäuse raus? Nee. So. Numero uno.
Ist fertig. Hat sie es aufgehangen? Nee.